Boah, was ist das für ein turbulenter Tag an den Märkten? Gar keine Frage, da geht es ziemlich zur Sache. Und inzwischen wird das Fell der Bären schon verteilt, aber vielleicht ein bisschen zu früh. Wir werden sehen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Heute Nacht ja diese Attacken, die US-Futures massiv nach unten, hing sicherlich auch damit zusammen, dass da Algos am Werk waren. Da ist ja die Liquidität relativ dünn. Dann knallte es runter. Hier sehen wir diese Bewegung etwa auch im Yen, aber es betrifft eben auch Dollar-Yen hier, es betrifft eben auch die US-Futures. Es gab diese Nachrichten daraufhin, dann eben die Märkte nach unten, aber dann erste Indikationen, naja, da ist nicht viel passiert. Und dann am Nachmittag, am Abend Donald Trump, der gesagt hat, naja, ist nichts passiert, alles gut, hat er heute Nacht schon getwittert, aber dann nochmal die Botschaft, die für die Märkte wichtig war, wir werden nicht zurückschlagen. Das war das, was vielleicht zu fürchten war, dass Donald Trump sagt, ja, also da werden wir nochmal Rache nehmen für diese Attacke, die sich im Nachhinein, wenn die Angaben alle so stimmen, die Iraner haben ja gesagt, 80 Tote, die Amerikaner sagen, überhaupt keine Toten, nur ein paar Sachschäden. Wer hat recht? Vermutlich die Amerikaner, aber die Frage ist jetzt schlichtweg, ist es das gewesen? Und da gibt es nach meiner Auffassung schon das Restrisiko, dass es das noch nicht gewesen ist, dass jetzt sozusagen plötzlich alles gut ist. Die Aktienmärkte wie auch die anderen Märkte, die sagen sich, ja, das ist jetzt alles vorbei, diese ganze Geschichte ist durch. Aber normalerweise ist es eben so, dass nach so kurzer Zeit ein solcher geopolitischer Konflikt nicht einfach beendet ist. Trump hat heute neue Sanktionen angedroht gegen den Iran, beziehungsweise neue Sanktionen angekündigt. Die Frage ist, was kann man da überhaupt noch sanktionieren? Da ist eigentlich nichts mehr zu sanktionieren. Jedenfalls bin ich mal gespannt. Und das ist das Restrisiko für die Märkte auch, was der Iran jetzt sagt, wie der auf die Aussagen von Donald Trump reagiert. Man muss sich ja auch klar machen, dass wir auf der einen Seite die Hezbollah im Libanon haben, dann haben wir die Houthi im Jemen. Wenn da nur einer irgendwie eine Rakete irgendwo hinfeuert, dann ist plötzlich die ganze Geschichte wieder hot, dann ist plötzlich das ganze Thema wieder da. Also mal sehen, auch beim Handelskrieg hat man diese Geschichte schon lange für beendet erklärt und dann zog es sich Monate, Monate, Monate und noch haben wir auch da ja keinen Deal. Mal sehen, ob er nächste Woche dann kommt. Wir sehen insgesamt so ein paar Dinge, die natürlich erstaunlich sind. Wir haben insgesamt sechs Mythen, kann man fast sagen, oder sechs Voraussetzungen. Man sagt sich, das ökonomische Wachstum, das geht jetzt weiter. Wir hatten heute gute ADP-Arbeitsmarktdaten, am Freitag ja die großen US-Arbeitsmarktdaten. Das muss also weiter funktionieren. Der Konsument, vor allem in den USA, wird die US-Wirtschaft retten, so die Auffassung, die Fed wird die US-Wirtschaft retten, die nächste Auffassung. Und wenn die Fed sie nicht rettet, dann eben Stimulus durch die Regierungen. Der Handelskrieg wird nicht das globale Wachstum nachhaltig beeinträchtigen. Und die Märkte und die Wirtschaft sind irgendwie isoliert von geopolitischen Dingen. Ob das alles so zutrifft, ist die große Frage. Insgesamt herrscht eben die Auffassung vor, dass man sich sagt, okay, wir haben, das wollte ich eigentlich nicht zeigen, jetzt habe ich die Grafik schon wieder verwechselt, meine Damen und Herren, hier ist es, hier ist so diese zentrale, das zentrale Mantra, solange die Zentralbanken die Märkte mit Liquidität fluten, sagt man sich, dass die Zentralbanken eben diese ökonomischen Probleme lösen werden mit dieser Liquidität und dass die Politik dann eben auch die geopolitischen Dinge lösen wird. Und solange ist alles gut, solange kaufen wir. Wir sehen, dass Gold und Öl, die ja heute Nacht so massiv nach oben gestiegen sind, vor allem Gold, über 1600 Dollar, dann runtergekommen sind. Öl sogar tiefer als kurz vor der Tötung von Soleimani. Also das sind schon krasse Moves, da sind krasse Bewegungen dabei. Und wie gesagt, jetzt ist eigentlich der ewige Friede angesagt. Die Frage ist nur, sind jetzt nicht die Aktien, vor allem die US-Aktien, zu einer Art Perfektion bepreist? Die Earnings können es eigentlich nicht reinholen. Schauen wir uns mal eine Apple an, zum Beispiel Marktkapitalisierung 1,3 Billionen Dollar. Einen Weekly RSI, also einen relative Stärkeindex bei 87,57 und das bei einem Minus von 3,2 Quarterly Earnings Growth, also Quartalsgewinnwachstum. Das ist rückläufig, aber die Aktien, die sind auf Allzeithochs und die Geschichte wird immer absurder ohne die Fed, ohne
all diese Geschichten wäre das nicht denkbar. Ohne diese Flucht in Assets, die irgendwie vielleicht noch was bringen, Dividenden zum Beispiel oder eben Gewinne, wenn die Aktienkurse steigen, wäre all das nicht möglich. Schauen wir uns mal die Dinge an, in den Märkten an. Wir sehen, dass der S&P jetzt ziemlich genau an dem Punkt ist, wo wir Anfang des Jahres schon mal waren, nämlich im Bereich 3260. Im Tief waren wir 80 Pünktchen tiefer. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind, naja, gute 2,5-3% und das in relativ kurzer Zeit. Das ist schon eine Hausnummer. Wir sehen, dass also hier dieser Leitindex, der eigentlich der Leitindex der Welt ist, so ziemlich noch kämpft mit diesem Hoch, ob er es überwinden wird oder nicht. Wir sehen, dass der Nasdaq 100 das schon geschafft hat. Da sind wir bei 8.925, neues Allzeithoch, warum auch nicht. Jetzt, wo mit dem Iran wieder alles gut ist, ist alles gerechtfertigt. Wir sehen, dass der Dow Jones hier so ein bisschen kämpft an der 28.800er Linie. Was macht der DAX? Der steht natürlich auch bombig da bei 13.387 heute. Stärker noch als die US-Indizes, weil er wahrscheinlich vorher schwächer gewesen ist. Ich glaube, das Allzeithoch war bei 13.555 oder irgendwie sowas um den Dreh. Fehlen also gar nicht mehr so viele Pünktchen für den deutschen Leitindex. Wird das noch erreicht? Geht die Party einfach ungebrochen weiter? Und wir sehen die krassen Bewegungen bei Öl, jetzt bei Gold 1560. Wir waren sogar schon tiefer. Und wir waren deutlich über der 1600er Marke heute Nacht und wir sehen vor allem Öl jetzt unter der 60er Marke, nachdem wir bei 65,50 schon fast waren, WTI Öl, also fast 6 Dollar Bewegung, das ist schon eine Menge Holz, sind fast 10% Intraday. Nun ist Brent normalerweise noch volatiler, weil eben dieses WTI das amerikanische Öl ist. Das hat eigentlich dann mit diesem Konflikt im Nahen Osten relativ wenig zu tun. Die Amerikaner, das hat auch Trump ja heute gesagt, sind der größte Ölproduzent der Welt und deswegen kann man sich das auch mal leisten. Man ist eben nicht mehr auf Ölimporte angewiesen, wie damals noch in der Ölkrise in den 70er Jahren. Und dementsprechend agieren auch die Amerikaner mit weniger Rücksicht. Jedenfalls Brent ist da noch stärker betroffen, falls da neue Sanktionen kommen, falls eben dieser Konflikt weiter eskaliert. Schauen wir mal, ob das Bärenfell schon wirklich komplett verteilt ist, weil der Bär tot ist. Oder ist der Bär sozusagen nur scheintot und man hat das Fell zu früh verteilt. Es gibt ja da diesen deutschen Spruch, man soll das Fell erst verteilen, wenn das Tier erlegt ist oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr genau, meine Damen und Herren. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Abend und sage Servus und Tschüss.